sind wir wieder in dem nächsten Spiel und wir sind im EFL Cup. Ja, und wir müssen gegen Manchester United ran. Und ich habe mal, weil ich das beim anderen YouTuber gesehen habe, mal die Kommentator ein bisschen leise aber angemacht, weil ich halt auch mal ein paar geile Kommentare bringe. Und jetzt, jetzt bin ich erstmal, guckt euch das an. Hallo und herzlich willkommen, sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute also diese Partie im englischen Liga-Pokal und ich denke, uns erwartet attraktive Fußball heute. Auf jeden Fall eine interessante Konstellation, da stimme ich dir zu. Die heutige Begegnung, Manchester United gegen Newcastle United. Das wird mal so richtig geil, ne? Also die Weiß-Lilan gegen die roten Teufel. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Und dann gucken wir uns noch kurz die Gegenseite an, Buschi. Auch hier sehen wir eine sehr offensive Ausrichtung, auch wenn da 4-5-1 steht. Und wir sehen richtig gut aus in unserem Trikot. Ja, yeah, Mann. Klatsch ab, wir werden euch vernichten. Jose Mourinho, ich schlag dich aus dem Cup hinaus. Das wird der Albtraum definitiv für dich. Zum Beispiel in den Jahren 2000 und 2013 die Endspiele der Rugby League Weltmeisterschaft gestartet. Und dann würde ich sagen, geht's los, EFL Cup. Manchester United hat angestoßen. Einwurf jetzt. Den Ball wirft er schnell ein. Jetzt die Gelegenheit. Nein, es gibt keine Gelegenheit. Gut gemacht auf der Außenbahn. So. Jetzt ist der Ball doch auf weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Jetzt bring den Ball, bring den Ball. Ich bin nicht im Abseits, ich bin nicht im Abseits. Oh, ich habe zu spät geschossen. Ich habe verpasst. Ich habe mir zu weit den weggelegt und dann habe ich ein bisschen mit Pike geschossen. Ei. Da kam er genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Jetzt schießt er. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ja, das war auch mal ein richtig geiler Schuss von uns. Gucken wir das Ding nochmal an. Der ging richtig runter. Der war schon fast unhaltbar. Muhaha. Anita. Oh, Anita. Da schickt er den Mitspieler. Anita, oh. Klasse aufgepasst. Das hätte doch was werden können. Und wer ist Wire? Wer ist Wire? Schreibt das mal in die Kommentare. Wer ist Wire? Ich habe da ziemlich viele Unbekannte. Hier, Lingard ist zum Beispiel auch ein. Der sagt mir jetzt gar nichts so. Irgendwie, irgendwo, irgendwann baue ich ein Schloss. Alter Schwede, das war eine gute Chance für die. So, jetzt gibt es mal Ecke für die Gegner. Boah, schön gemacht. Er reagiert einfach nicht, der Torwart, ne? Ich sag, hier, du Hosenscheiße. Ja. So. Anita. Anita. Oh. Und jetzt haben sie mit dem Ball. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Oh, jetzt wurde er gefoult. Foul, Freistoß. Und das ist eine gute von Lingard. Und er kriegt eine gelbe Karte. Ja, so sieht's aus. Jesse Lingard. Und gelb gibt's auch noch. Richtige Entscheidung. Jetzt haben sie. Was war das denn jetzt für ein Kopfballduell, Alter? Nee, da komme ich nicht hinterher. Da komme ich nicht hinterher.
Sonst bin ich da so schnell ausgepowert. Eieieiei. Oh, das konnten wir richtig gut wegmachen. So. Ey, ich wollte ihn stoppen. Ich wollte zurück. Was macht er denn? Aarons. Da kann er ihn stoppen. Damit. Mann, es läuft auch irgendwie schon wieder so ganz komisch. Und damit sind sie am Ball. So, jetzt kommen wir jetzt. Jetzt, oh, okay, er versucht es über die. Anita! Oh! Ich habe den Ball nicht richtig gekriegt. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Super. Ja, Mann, Tor gegen Manchester United. Yeah. Wie geil ist das denn, Alter? Ich mache sogar noch das erste Tor, Alter. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ja, sagt Buschi auch gerade. Hätte niemand mitgerechnet und auch nicht mal Buschi. Nicht mal Buschi hätte damit gerechnet, Alter. Oh, hier Mr. Pole mit der 58 muss wohl auch eine übelste Reserve sein. Ja, Mourinho, ich werde dich aus dem Cup schmeißen. Alex. Das wird so ein richtig geiles Spiel. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja. Wenn es vorher noch nicht richtig auf Fahrt aufgenommen hat, jetzt wird es richtig Fahrt aufnehmen. Denn Buschi sagt, es wird jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Gutes Technik. Und da wären Sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Oh, shit. Ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Aarons. Regan Poe. Kurz gestrauchelt, aber er fängt sich. Jetzt gibt es den Endspurt. Eieieiei. Weiß nicht. Ich will auf jeden Fall noch verhindern, dass wir hier. Oh. Will nicht, dass wir hier noch. Oh, zum Glück. Also, was ich auf jeden Fall nicht wollte, ist halt, dass wir hier kurz vor Ende jetzt noch ein Tor reinbekommen. Eine 7,7 ist natürlich nicht richtig gut, aber Wayne Rooney kommt jetzt erstmal rein. So, auf geht's in den zweiten Durchgang hier im Old Trafford. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Damian. Carrick. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Ja. Es läuft so ein bisschen, ne? Also, sie stehen ja nicht allzu weit, aber wir lassen die Jungs von ManU auch nicht großartig zum Schuss kommen. Da konnte er wieder nur so einen Dödelschuss machen. So. Anita. Oh. Wir ziehen ab. Aber da konnte ich noch nicht viel mehr machen. Da kann er ihn stoppen. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, ich war im Abseits. Ich war noch nicht im Abseits. Ich war noch cool gewesen. Ah, ich war im Abseits. Mann, du. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Ja, soll er den Wechsel vornehmen? Interessiert mich nicht. Wir wollen hier Schüsse Mourinho rausschmeißen. Aus dem Cup. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt über Williams. Oh, klasse, den Spieler mit der Hacke. Ah, oh, das hat nicht gut geklappt. Ah, oh, Derry kriegt er bestimmt. Ah, gibt aber zum Glück keine Karte oder so. Pogba am Ball. Ja,
hier ist kein Drogba am Ball. Guck mal, Drogba hier. Nimm mich gleich mal ab hier. Wer ist denn Drogba? Ist keiner für uns hier. Kein Gegner. Sehr gut aufgepasst. Alex Hunter. Wichtig, dass er hier an den Ball. Das war doch mal scheiße gewesen. Ibrahimovic ist jetzt auch schon auf dem Feld. Was geht da? Der war da vorhin auch nicht da. Jetzt haben sie es auf jeden Fall mit der Angst gekriegt. So langsam läuft den Red Devils die Zeit davon. Kein Wunder, dass sie jetzt nochmal alles versuchen und taktisch auch nochmal umstellen. Jetzt wird es interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Ja, es wird ihnen aber nichts helfen. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig jetzt der Wechsel. Damian. Sissoko. Jetzt Williams. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt vielleicht. Oh. Da haben wir aber ein bisschen geschwächelt eben gerade. Ne? So ein bisschen so. Bam, Alter, das war einfach viel zu viel Power dahinter, ne? Denn schon 1-0 ist schon recht nice gegen die Jungs, aber ach, es ist alles noch zu offen, ne? Da kann so ein Ibrahimovic einfach mal so ein scheiß Ding reinzimmern. Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, bevor es richtig gefährlich wird. Oh, ich sag's euch. Oh. Er macht den Ball nicht rein. Und damit fehlt weiterhin ein Tor zum Ausgleich. Wegen dieser Atmosphäre lieben wir Old Trafford natürlich. Ja, das ist immer wieder ein Highlight, sicherlich auch für die Spieler. Die werden jetzt nochmal alles versuchen, die Niederlage zu verhindern. Mit einem Tor liegen sie vorne. Jetzt nochmal zittern. 5 Minuten sind es noch. Sehr gut reingespielt. Diame! Diame, Alter. Was für ein Ding, Alter. Ich habe es zwar nur vom Weiten gesehen, aber er hat sich richtig gut durchgesetzt dagegen den Verteidiger. Aber, schönes Ding, würde ich einfach mal sagen. So, 4 Minuten sind regulär noch zu spielen. Alles ist noch offen, liebe Leute. Alles ist noch offen. Ja, das haben wir noch ganz gut so ein bisschen hingekriegt. So, jetzt vielleicht. Diame! Oh. Hätten wir vielleicht nochmal sagen sollen, so, pass nochmal zurück, dann hole ich den Ball und schieße ihn rein, so wie ich es immer mache. Ja, hätte vielleicht. Hätte wenn Fahrradkette, ne? Wisst ihr. Hätte wenn Puckmuck. So. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt wird hier richtig auf Akkord gezogen. Und es ist vorbei. Wir haben es geschafft. 1-0 der Endstand. Sie gewinnen dank einer ganz starken Offensivleistung. Und sowas wollt ihr doch sehen. Attraktiver Angriffsfußball, der belohnt wird. Ja, und ich würde sagen, das war ja mal eine richtig geile Leistung von uns. Wir haben das ausschlaggebende Tor gemacht. Und haben unseren Verein weitergebracht. Ja, auch Tottenham Hotspur konnte sich gegen Manchester City durchsetzen, 2-3. Norwich konnte sich gegen FC Bournemouth durchsetzen. Ja, und Leicester City hat leider den Nachteil gekriegt gegen Swansea City. Und wir gucken mal, gibt's jetzt ein Interview? Gibt's ein Interview? Es gibt kein Interview. What the fuck, Alter? Ich habe das entscheidende Tor gemacht. Ich habe uns im EFL Cup weitergebracht. Wieso gibt's hier kein Interview? Das ist irgendwie sehr, sehr eigenartig. Aber das bedeutet, wir sind halt richtig gut. Und ich würde sagen, das darf jetzt gefeiert werden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, liebe Zockerfreunde. Und haut rein.